Hallihallo und herzlich willkommen zu den Update-News von RimWorld Alpha 13. Heute erzähle ich euch mal in kurzen Zügen, was sich alles geändert hat, jedenfalls die wichtigen Sachen. Es sind ja wieder 1000 Sachen geändert worden, auch ganz viele Kleinigkeiten, die optimiert wurden. Aber ich will versuchen, ja, das Wichtigste euch zu erzählen und nicht so lange drum herum zu babbeln, und los geht's. Also, es gibt zum Beispiel den Hardcore-Mode jetzt. Das bedeutet, wenn ihr den Hardcore-Mode aktiviert, wie ihr sehen könnt, da ist ein Haken drin, dann könnt ihr weder speichern noch laden. Also ihr könnt schon, wenn ihr aus dem Spiel rausgeht, speichert das Spiel automatisch und ihr könnt diesen einen Spielstand wieder laden. Also ihr habt nur einen einzigen Spielstand und könnt damit nicht nochmal irgendwie zurückspringen, wenn eine Aktion schlecht war oder so, dann war's das. Im Bereich der Forschung hat sich auch eine ganze Menge getan. Es gibt zum Beispiel jetzt diesen Teufelsgarnpilz und noch ein paar andere Sachen, die es vorher nicht gab zum Erforschen. Bei der Feuerbestattung braucht man zum Beispiel einen elektrischen Schmelzofen, farbige Beleuchtung, da braucht man jetzt nichts, Mikroelektronik, das ist so eine Grundlage, die ist auch neu. Dann hier beim Raumschiff braucht man zum Beispiel den Hightech-Labortisch oder den Multi-Analysator. Also es gibt ein paar Voraussetzungen jetzt, um manche Sachen zu erforschen. Schmieden gab es vorher auch nicht, den Röhrenfernseher, dann den Löschschaum, den zeige ich später auch nochmal, Multi-Analysator. Ja, es gibt eine ganze Reihe neue Sachen, auch hier zum Beispiel Schiff, Kryo-Schlafkapsel, Grundlagen Raumschiffe braucht man, Kryo-Schlafkapsel braucht man, Grundlage Mikroelektronik braucht man, dann Hightech-Labortisch und man braucht auch noch den Multi-Analysator. Also es gibt ganz neue Sachen, was sehr interessant ist und das Ganze auch ein bisschen spannender macht, weil man halt gewisse Voraussetzungen braucht. So, ich habe jetzt mal ein bisschen was aufgebaut. Ich werde jetzt mal so nach und nach die Sachen durchgehen. Ja, fangen wir doch einfach mal hier mit den neuen Gebäuden an, die wir haben. Also wir haben einen befeuerten Generator zum Beispiel. Dann die Stahlnähmaschine gibt es jetzt elektrisch. Hieß bloß vorher anders, da war ein Schneidertisch. Dann gibt es die Schmiede elektrisch und die Schmiede befeuert. Herd elektrisch, Herdfeuer, Brauerei, Bauteile Arbeitstisch. Also hier können wir ein paar Bauteile herstellen. Brauchen wir aber Handwerkstufe 10. Dann gibt es den einfachen Labortisch und natürlich den Hightech-Labortisch. So, wie befeuern wir das Ganze? Das will ich kurz mal demonstrieren. Hier liegt ein bisschen Holz. Machen wir das gleich mal. So, also jetzt wird hier ein bisschen Holz geholt. Und damit wird der Generator befeuert. Der stellt wiederum ein bisschen Strom her. Und dann sollten die ganzen elektrischen Geräte funktionieren. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Gibt es diese neue Animation. Die läuft jetzt hier ab. Und tada! Strom kommt. Hier kann man auch sehen, wie lange es dauert, also wie lange er hält. 3 Tage, 23 Stunden. Und er stellt gerade 220 Watt her. Das reicht anscheinend aber nicht, um alles zu betreiben. Versuchen wir nochmal, den zweiten Generator zu befeuern. So, ja. Und natürlich können wir jetzt auch zum Beispiel den Herd befeuern. Das machen wir auch gleich mal. So, und hier könnt ihr dann sehen, Kraftstoff 50 von 50. Hier steht leider nicht dabei, wie lange das hält. Von daher, ich gehe mal davon aus, dass das für schon ein paar Mahlzeiten halten wird. So, das Wichtigste hätte ich natürlich fast vergessen. Die Gräber sehen jetzt ein bisschen anders aus. Ein bisschen hübscher, würde ich fast behaupten. Und natürlich hier unten haben wir noch diesen Löschschaumwerfer. Den werde ich aber jetzt auch... Ja, komm, demonstrieren wir den einfach mal gleich. Explosion, Feuer. So, dann brennt es hier. Und natürlich kann man das auch manuell betätigen. Einmal so Löschschaumwerfer auslösen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal eine Explosion. Also es muss oben drauf sein und dann löst er sich aus und zack, geht er gleich in die Luft. Ist jetzt halt alles ein bisschen schmutzig, kann aber gereinigt werden von den Kolonisten. Und ja, so könnt ihr relativ leicht jetzt Feuer löschen. So, das war's erstmal von den Gebäuden. Jetzt möchte ich euch noch ein neues Ereignis bzw. einen neuen Händler zeigen. Dann kommt hier ein, was haben wir denn, Händler von Weißwachtel Biko. Die kommen hier von oben. Und mit denen könnten wir jetzt handeln. Machen wir vielleicht auch mal. Also die kommen jetzt mit einer Karawane. Okay, die haben jetzt nur einen Muffalo dabei. Und jetzt könnten wir handeln mit Schwein. Machen wir das gleich mal. Beschleunigen wir das kurz. Und wenn ihr hier draufklickt auf die Tiere, dann seht ihr auch im Inventar, was sie dabei hätten. Also sie haben jetzt Kräutermedizin 11 mal, Langbogen und Silber 1173. Die ganz normale Händlerübersicht und dann könnt ihr halt hier eventuell handeln. Und wie ich gerade merke, ist das auch so mehr oder weniger ein Sklavenhändler. Also dem könnten wir auch unsere Gefangenen jetzt alle verkaufen. Ich denke auch, dass wir
ihn ausrauben können. Also, dass wir hier ihm die ganzen Sachen klauen können. Aber ich glaube, das würde die Beziehung zu dem Händler nicht sehr fördern. So, jetzt will ich euch noch was ganz Cooles zeigen. Die Gefangenen können jetzt auch mittlerweile ausbrechen. Dafür gibt es dann auch ein Ereignis. Das werden wir jetzt gleich mal simulieren. Prison Break. So, und dann kommt natürlich der Gefängnisausbruch. Der Sound hier ist auch ein bisschen neu. Und hier seht ihr jetzt, wer sich alles anschließt. Und das sind einfach, glaube ich, alle Gefangene, die jetzt ausbrechen werden. Das Problem jetzt momentan an diesem Prison Break, erstens, oder ja, kein Problem unbedingt, aber erstens, sie werden sich jetzt an den Waffen bedienen, also müsst ihr unbedingt aufpassen, wo ihr die Waffen hinsetzt. Und zweitens, sie werden euch abschießen und killen, eure Kolonisten, also falls sie dazu kommen. Dementsprechend, ich weiß nicht, ob es ganz klug wäre, zum Beispiel jetzt so einen improvisierten Sprengsatz hinzusetzen oder eine Brandbombe. Werde ich jetzt gleich mal sehen. Und ja, die habe ich aus Versehen vergessen, noch im Aufbauteil zu erwähnen. So, die werden sich jetzt bedienen. Und ja, hat super nicht geklappt, würde ich mal sagen. Ich kann die auch nicht manuell auslösen. So, jetzt sollte ich vielleicht kurz den Strom hier anmachen. Und ich hoffe, dass dann die Geschütze dazu dienen. Okay, nein, es hat nicht ganz so geklappt. Ja, die werden jetzt, glaube ich, einfach nur fliehen momentan. Also diesen haben irgendwie keine Lust gehabt zu kämpfen, aber ich habe gesehen, dass sie auch kampfbereit sind. Aber die möchten jetzt einfach nur abhauen. Von mir aus ist auch okay. Also theoretisch könnten wir jetzt halt zwei wieder gefangen nehmen. Machen wir das mal kurz und simulieren das vielleicht nochmal. Machen wir nochmal einen Prison Break. So. Mal gucken, ob sie diesmal durchlaufen. Nur Mitch hat sich diesmal angeschlossen. Die sind schlau. So, jetzt muss er aber... Okay. Okay, da trickst du mich so ein bisschen aus. Jetzt kriegt er die volle Ladung. Also wenn das jetzt nicht funktioniert. Das kann doch nicht sein. Die sind doch selbst auslösend. Das verwirrt mich jetzt selber ein bisschen. Also da muss doch einer in die Luft gehen. Was geht? Wieso gehen die... Was ist denn das? Eine einzige Falle hat jetzt ausgelöst. Von all diesen Fallen hat nur eine... Okay. Das ist also eine schlechte Auslösrate, würde ich mal sagen. Vielleicht wird die auch nochmal hochgesetzt. Also der ist jetzt durch einige Fallen durchgelaufen und nur die eine hat jetzt bis jetzt ausgelöst. Na gut, okay. Ist halt so. So, als nächstes möchte ich euch noch ein neues Ereignis demonstrieren. Das ist die Infestation, das ist auf Deutsch eine Seuche oder eine Plage, die sich jetzt hier nur im Berg ereignet. Ich muss, glaube ich, hier nochmal kurz eine Stahlwand hinbauen, damit die Tiere hier nicht durchkommen. Und dann spawnt hier so eine kleine Kolonie. Also die spawnt nur im Berg und auch wenn nur, also wenn der Berg geschlossen ist. Und dann spawnt hier so eine kleine Kolonie. Können wir natürlich auch hinspringen. Und ja, da gibt es halt ein bisschen Insektengelee, das essen die dann. Und ja, was haben wir hier? Riesenspinnen. Was spawnt hier noch? Ja, wie ihr sehen könnt, die machen die Stahlwand kaputt. Also die buddeln sich nach und nach durch. Also ihr solltet euch recht zeitig darum kümmern, da hier auch immer wieder neue spawnen, wie ihr gerade gesehen habt. Und die vermehren sich halt, ja, das wird dann irgendwann mal eine ziemlich große Armee. Ihr könnt natürlich auch so ein bisschen eine Farm draus machen und versuchen jetzt hier ein Feuer zu legen. Und dementsprechend halt diese Tiere zu fangen oder ich glaube zähmen müsste man die auch können. Das muss ich aber jetzt gerade mal gucken. Okay, ich glaube, so wie es aussieht, kann man die nicht zähmen. Okay, die anderen Tiere kann man also auf jeden Fall noch zähmen, aber diese Tiere kann man anscheinend nicht zähmen. Vielleicht wird es noch geändert, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, die Tiere sind relativ stark, also würde ich mich auf jeden Fall in Acht nehmen und relativ früh drum kümmern. So, das Video ist jetzt relativ lang schon. Ich möchte noch aber kurz auf das Soziale hier eingehen. Also, es gibt jetzt zum Beispiel hier, wir haben einmal Colley. Sie ist verheiratet mit dem Julian. Julian Cole. Die haben gar nicht denselben Nachnamen. Schade.
Auf jeden Fall könnt ihr hier sehen, es gibt ein paar, ja, paar Stimmungen. Zum Beispiel Ehemann plus 30, also sie ist anscheinend sehr zufrieden in der Beziehung. Und zusammen abgestürzt plus 25. Ansonsten hier bei Colin Clark, da haben wir einmal zusammen abgestürzt, auch plus 25. Und die haben nett miteinander geplaudert. Hier unten sieht man es auch. Auch nochmal plus 2. Also die sind anscheinend sehr zufrieden. Was haben wir hier? Colin hat einen Bruder, den Rick Clark. Der ist ein Fraktionsanführer. Sieht aber feindlich aus. Also als Bruder kriegt er plus 20, aber feindlich. Yuto ist, glaube ich, unser Tier. Ja. Also hat eine kleine oder eine Bindung mit Yuto, wobei die momentan nichts ausmacht. Und ansonsten zusammen abgestürzt, plaudern. Also da kann auf jeden Fall noch ein bisschen... Oh, wurde verachtet. Da hat er minus 6 bekommen. Der James hat ihn anscheinend verachtet. Also da können sich die Kolonisten schon noch miteinander streiten. Was ist dann hier bei Colin? Ja, zusammen abgestürzt und hier bei der Beziehung ist auch sehr glücklich. Und natürlich, die zwei können auch zusammen schlafen. Wollen wir das mal kurz machen? Also Colly und Julian oder Julian... So, ich glaube, dann sind sie relativ zufrieden. Machen wir sie mal noch kurz müde. So, jetzt müssten die eigentlich ins Bett gehen. Also, die zwei gehen auf jeden Fall ins selbe. Ich glaube, dann sind sie auch relativ fröhlich. Meinung meiner Ehefrau. Plus 6, er ist vergnügt, verhungernd, erledigt. Ja, okay. Also, ich habe gesehen, wenn die nicht zusammenschlafen, sind sie, glaube ich, ein bisschen sauer. Das machen wir mal kurz noch. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich möchte bei Colly schlafen, ja. Also ihr könnt sehen, wenn sie zusammen schlafen, sind sie ein bisschen glücklicher. Deswegen machen wir das Ganze auch wieder. So, und ja, die Bedürfnisse sind, glaube ich, soweit gedeckt. Außer, dass sie jetzt gleich am Verhungern sind. Aber sie sind glücklich, dass sie in einem Raum schlafen können. Und das ist, spart auch Platz und finde ich eigentlich ganz nett gemacht. So, jetzt nochmal zum Sozialen. Also hier gibt's auch noch ein paar andere Sachen. Ich will jetzt auch nicht alle aufzählen, aber so die wichtigen zum Beispiel, es gibt Verliebtsein, dass sie halt zusammen in einem Bett schlafen wollen, verheiraten oder auch Ex-Liebhaber. Da können die sich also schon nochmal ein bisschen in die Haare bekommen, die ganzen Kolonisten. Und ich glaube, das sorgt auch nochmal ein bisschen für eine größere oder eine schönere atmosphärische Stimmung in der Kolonie. Und wenn es ganz schief geht, hauen sie sich alle die Köpfe ein und das wird bestimmt noch ganz lustig im Let's Play. Aber das werdet ihr dann hoffentlich wahrscheinlich sehen. Und ja, was ich vielleicht noch sagen möchte, gut, diese Familienbeziehung. Es kann natürlich sein, dass jetzt, wie bei Colin, glaube ich, war das, genau, da hat er jetzt einen Bruder, der ist bei einer anderen Fraktion und die ist feindlich momentan, dass wenn die andere Fraktion mal angreift und irgendjemand seinen Bruder erschießt oder er selber, dass er da ein bisschen psychische Probleme bekommen kann und ja, eine richtig schlechte Stimmung haben kann. Natürlich gibt's auch wieder ein paar andere Krankheiten. Ashley hat Asthma leicht, zum Beispiel kann auch jemand das Gehör verlieren. Aber es gibt bestimmt auch noch ein paar andere Sachen, die jetzt nicht aufgezählt wurden. Es gibt ein paar neue Raubtiere, die werden auf jeden Fall andere Tiere auch jagen. Und wenn sie wahrscheinlich nichts mehr anderes kriegen, auch unsere Kolonisten. Also vor denen muss man sich natürlich auch wieder in Acht nehmen und die schleunigst ausschalten. Was ich noch unbedingt erzählen möchte, der Tag, also die Tageslänge ist jetzt doppelt so lang, aber das Jahr hat nicht mehr so viele Tage. Also das Jahr ist immer noch gleich lang, aber der ganze Tag dauert einfach länger und es sind weniger Tage. Und ja, was ich noch sagen will, es gibt natürlich den TV oder den Fernseher. Davor kann man jetzt zum Beispiel ein Krankenbett bauen, dann können kranke Kolonisten Fernseh gucken, also die amüsieren sich dann ein bisschen. Und ja, generell kann man hier noch Stühle hinbauen oder sonstiges. Und natürlich gibt es auch noch jetzt mittlerweile einen Flatscreen. Den kann ich jetzt, glaube ich, nicht zeigen. Ich könnte den vielleicht spawnen, aber werden wir vielleicht im Let's Play sehen. Und das Allerwichtigste für mich jetzt momentan, es gibt ein extremes Wüstenbiom. Das werde ich auf jeden Fall im Let's Play ausprobieren. Ich habe gehört, es soll richtig schwer sein und ich habe schon Sorge, dass ich in der ersten Folge schon scheitern könnte. Aber schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich werde das da am Ende verlinken und würde mich natürlich über ein paar Kommentare freuen. Ansonsten denke ich, habe ich jetzt das Wichtigste erwähnt. Es gibt natürlich noch sehr, sehr viele andere Sachen. Ah, einen Moment, eine Sache hätte ich noch, die ich erwähnen kann.
man kann jetzt einstellen, wie die Kolonisten sich verhalten, wenn Gegner kommen. Also momentan haben die den aktuellen Modus Flüchten. Natürlich kann man auch einfach ignorieren oder natürlich auch angreifen, also kämpfen. Ist sehr praktisch, da man doch manchmal die Übersicht verliert, wo die ganzen Kolonisten sind, und wenn dann doch mal irgendwie ein Tier einen angreift oder irgendwie ja Angreifer direkt in der Nähe sind und man einen Kolonisten übersehen hat, dann flieht er einfach. Das ist sehr praktisch. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, dass es hilfreich war, dass ich nicht zu viele Sachen vergessen habe, aber ich denke, die meisten Sachen habe ich jetzt erwähnt, beziehungsweise die meisten wichtigen Sachen. Es gibt noch natürlich tausend andere Sachen, Kleinigkeiten, die geändert worden sind, wahrscheinlich noch ein paar Emotionen, Ereignisse gibt's glaube ich jetzt keine mehr, die ich vergessen haben sollte. Die Tiere habe ich jetzt nicht alle erwähnt, die neu sind, aber ich denke, die werden wir dann einfach im Let's Play alle sehen, hoffe ich doch. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.